So, und damit herzlich willkommen zurück zu... Wir sind in den Kristallhöhlen. Das nimmt übrigens richtig rauf. Hier, sonst raste ich nämlich... Doch, sind sie! Nicht! Feuer? Resistent. Eis? Resistent. Okay. Ab them! Na, Problema! Ach, hier ist ein Eisgötze. Ach so, ich sehe es gerade. Bam, bam, bada, bada, bam. Laden. Wir wählen, meine Freunde. Sollten wir hinkriegen, oder? Van Day. Ja, random. Nein! Hübsche! Steh wieder auf. Geht's dir gut, Annalie? Mach eine Pause, wenn es sein muss. Bam! Insta-Kill. So. Du machst hier... Nein, du machst was ganz anderes. Du machst das hier. So. Ja. Kann, glaube ich, Matt ein bisschen ab. Ist doch alles schon alt. Oh. So. Was hast du für eine Schwäche? Feuer. Komm, gebe ich dir mal eine Feuerschance. Und ja. Alter, wie viel tankst du denn? Bisschen. Ui. Ui. Oh, Defensive Gegner, wie langweilig. Nein. Du darfst wieder schmeißen, denn... Die hier sind alle irgendwie holy Scheiße. Und dagegen habe ich eine Alternativlösung. Nicht ganz gut, aber schon awesome. Ein bisschen, jedenfalls. Oh. Die macht echt gut Schaden. Also, kein Scherz, mag ich. Würde ich kaufen. Ach, hab ich ja. Hab ich ja. Das ist ja, ich hab's ja gekauft. Frag mich nicht. Random. Mau. War so zu erwarten, dass Double Mau kommt. Könnte ich meine Katze einnehmen? Mau. Also Mau das Teil auch. Wäre wahrscheinlich lustig. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Und mein dicker Kater Maun? Ich hab keine Ahnung, aber zum Glück entzaubert die Scheiße das. Och ja, süß. Süß, Mau. Danke, endlich. Second. Denn Setsu. Wie zur Hölle hat diese Schildkröte es geschafft, einer Attacke auszuweichen? Ich frage gar nicht mehr. Ich hinterfrage das gar nicht mehr.
Ja, das ist ja auch hier ganz süß. Was soll denn das denn für ein Käse sein, Mann? Ja, wie soll ich da... Ja gut, dann lädst du wieder. Und du machst das, was du immer am besten kannst. Gut aussehen und große Brüste haben. Ich liebe dieses Gimmick mit diesen Riesenbrüsten. Ja, das ist ganz gut. So. Hi. My name is... Boom! Sorry. Komm, den kann ich nicht. Den musste ich benutzen. Und er ist gefrost. Frozen like ice. Gut. Ich habe gerade geguckt, ob der Broadcaster auch nicht dein Ernst, oder? Du hast jetzt nicht wirklich mad eingefrozen. Ah. Mann, immer diese Peace-Köpfe. Immer wieder. Hier. Jetzt könnte ich Albträume haben. Na, Screamer ist nicht so krass. War aber damals krasser. Und damit kippt unser Kollege Sonnenschein um. Und Frozen. Okay. Ihr wollt es also auf die harte Tour haben. Ihr wollt es wirklich auf die harte Tour haben. Gut, dann spielen wir auf der harten Tour. I don't care. Was? Say what? What? Ja. Perfekter Schutzengel. Perfekt. Du wolltest echt also auf der harten Tour haben. No problem. Kein Problem damit. Wir spielen so weiter. Wir bleiben so. Wir sind hartgesottene Typen. Ja. Silence, bitte. Danke. Ja. Schön ausgewichen. Wir müssen. Gott, wie sollen wir das denn überlegen? Obwohl, das geht. Ich habe gerade nur überlegt, weil wir haben ja gleich noch einen schönen Gegner vor uns. Nach dem Boss. Der wird lustig. Aber wir haben da gleich noch einen schönen geilen Gegner vor uns. Die Köterkatze. Blubberschande. Wenn wir 1 Million zusammen haben, was bald ist, wie gesagt, die Truhen, alles ignorieren wir. Das machen wir alles zum Schluss. Endlich raus aus der Dunkelheit. Barbie, Blub, wir kennen das Gespräch schon. Ja, redet noch länger, Mann. Du brauchst eine Pizza? Kein Problem. Hier, komm hier, zack, die Leute. Skill haben wir schon gelernt. Titan. Ist aber gut. Ignorieren wir alles. Da gehen wir mich hin. Und noch ein Kampf. Somit, Alter. Das ist doch, nicht mehr normal. Kein Scherz. Warte mal, was? Ich wollte gerade sagen, haben wir die noch gar nicht, Alter? Alter. Okay, komm. Machen wir es so. Warum nicht? Können wir noch machen. Doch, warum nicht? Schön alle vergiften. Das ist eine super Idee. Ich meine, warum nicht? Biet sich doch an. Jo. Was machen wir denn da? Bist du Explosionsschall? Nein. Erde, ja gut. Was wir nicht haben. Aber wir haben das hier. Ich beherrsche nicht wirklich viele Attacken, durch meine Waffe beeinflusst werden. Aber das ist eine von ihnen. Auch ein Gespräch, was wir noch nicht hatten. Da die Lebensversicherung zahlt das Dreifache, wenn man auf einem Abenteuer stirbt. Ja. Aber Natalie ist der wichtigste Punkt in dieser Gruppe, weil sie hält die Gruppe zusammen. Ich hatte einen merkwürdigen Traum, in dem ich gestorben bin. Oh. Ja, war fast richtig, Natalie. Du bist gerade eben abgekratzt, aber wir haben dich ja wiedergeholt. So ein bisschen. Also, dir fehlt noch ein paar HP, aber wir müssen unbedingt nach Weißflocken heilen.
unbedingt diese ganze Scheiße. Hast du Gift drauf? Ich sehe das nicht. Ja, Gift. Weil wir brauchen hier die Statussachen, also, weil sonst verrecken wir. Hardcore. Also kein Scherz. Klar, ich glaube, wir könnten das Spiel sogar auf leicht durch, also auf leicht durchspielen. Aber das ist auch nicht der Sinn der Sache. Ihr wollt ja wenigstens ein bisschen was sehen, oder? So ein bisschen was Cooles. Oder? Nein? Das will auch leicht. Wollt ihr mich verarschen? Was ist das für der Boss? Was für das für Gegner, ne? Hä? Was soll das? Kann ich mal Dunkelheit bekrollen? Scheiße. Blitz? Oh, nicht ganz. Feuer? Nein. Ja. Ätz, Junge. Boah, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass es ein Double Duff gibt. Da Zero Audacity, wie es ausschlägt. Lass doch mal Lance in Ruhe, Mann. Ja, nicht ihn heilen. Er hält so viel aus. Bam, bam. Ja, gegen Tod ist der resistent. Nee, ist er nicht. Nope. Trink jetzt mal einen Schluck. Energy. Ich freue mich, dass wenigstens das Spiel ordentlich läuft momentan. Ich weiß nicht, was das ist. Kannst du das machen, dass der stirbt? Dass der stirbt. Nicht, dass er mit einem HP überlebt. Ich würde trotzdem... Nein, ich kann nicht sehen, wie viel Leben der hat noch. Weil jetzt kommt... Nein, doch nicht. 68 HP. 68 HP, dein Ernst? Zweite Mal habe ich jetzt wegen Synchronisitätsgründen gesagt. Du wächst... Ach Gott, das ist ja auch so geil. Boah. Sehr verlockend, aber... Ein Boss. Sagen wir, okay, das war ein Angriff. Hätte ich jetzt gelacht. Hätte ich jetzt echt tot gelacht, hätte ich mich. Weil, hallo, das ist doch kein Angriff gewesen. Gift nicht. Okay, nein, nein, nein. Danke für die Vernichtung des einen Gegners. Raserei. Du bist durch. Du bist so dumm. Viel Spaß, Gegner. Ihr habt euch selbst eingebrockt. Ich hab damit nichts zu tun, Gegner. Na, da lohnt sich nicht. Aber hier lohnt sich's. Raserei, also. Bring den Typen mit der. Ultimativ. Oh Gott. Öffnet die Tür, schmeißt euch auf die Fläche, jeder tanzt den Deno-Tanz. Was? The fuck? Das sind ja ganz neue Sprüche hier. Matt, was ist da los mit den Vibers? Seit wann hast du so coole Sprüche drauf, yo? Ach so. Todresistent? Ja. Shit! Ich brauch die Limit. Und einer mutterlosen Ziege. Ich find's so geil. Zu nem. Hä? Sohn einer mutterlosen Ziege? Das macht doch gar keinen Sinn. Das fällt mir jetzt erst auf.
Da, Hauptsache, das fällt mir in Folge. Was ist es jetzt? 31, 30? Auf. Sohn einer mutterlosen Ziege. Life. Ist das jetzt der hier, der das hat? Ich sehe es nicht. Und der Mensch sprach, es werde Licht und wurde gesegnet mit Licht. Und es war fantastisch. Scheiß Nazi. Ja, Lance ist halt so ein bisschen auf der anderen Seite. Wissen wir aber alle. Der ist der Bossgegner, den wir haben. Der ist recht interessant, weil der schon so ein bisschen knüppel ist. So ein bisschen knüppeliger ist. Der ist so ein bisschen. Der kommt vom anderen Ufer. Glaube ich. Schöner Schaden. Es geht weiter, meine Freunde, es geht weiter. Bam, bam. Headshot. Nee, gar nicht wahr. Waren nur zwei Brustschüsse. Aber trotzdem ist der Gegner nicht tot. Warum nicht? Fragen wir uns und schicken es nach Galileo Mysterio. Haarige Titten. Ach, ich liebe es. Ich liebe das Spiel immer noch. Kein Scherz. Für das Spiel, ob ich noch ein fünftes Mal durchspielen. Wenn ich es könnte. Aber es wäre irgendwann langweilig für euch. Den Spruch mit. Ich muss mir die Sprüche von Lance mal ein bisschen merken. Die sind cool. Kja! Bist du ein Drache geworden oder was? Wieso immer auf ihn? Das macht keinen Sinn. Lass mich raten. Ah, Eis wäre nicht effektiver. Okay. Muss er eher geheilt werden. Also ist er wieder open. Toten. Und weiter geht's. Ist wie ein Snickers. Willst du mich verarschen? War nur eine Vibration, ne? Habt ihr gehört? Was war es jetzt? Ein Spiel, was ich auch nochmal zeigen will. Geht doch. Endlich ist der Kampf vorbei und wir sind bei 17 Minuten. Level up. So. Millionär. 1 Million. Millionär heißt 1 Million Schokoladenmünzen. Ja, die Währung ist Schokoladenmünzen. Ja. Entdecke 60 Geheimnisse. Mal ganz kurz. 9. Ja, richtig. Es wird resettet. Boah, die Höhle ist fantastisch. Die Kristalle sind riesig, ja. Und hier habe ich ja so. Hi. Der stehst ja genau vor mir. So, du regenerierst. Ich würde gerne aufleveln. Das nicht, aber das hier. Dich kann ich nicht. Da kann ich auch nichts mit den großen Titten hier. Auch nicht, ist ja langweilig. So kann ich hier nichts aufrüsten, ne? Gucken wir mal hier bei der Fähigkeitsliste. Ich hatte hier noch ein. Diese Gegner halt eine mittlere hohe Präzision. Das ist vielleicht gar nicht so dumm. Ist vielleicht gar nicht so dumm, sie darauf mitzubauen, ihnen damit darauf zu bauen, weil. So. Halt. Hauptsache erstmal alle anfangen und nicht zu Ende bringen hier. Dokok eben. Ja, du kannst hier eh nichts machen, ne? Du kannst hier eh nichts so Gutes lernen, ne? Aber Anna könnte vielleicht noch was lernen. Nein.